Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splinter Cell Pandora Tomorrow. So, nach dem Special Part beim letzten Mal kümmern wir uns jetzt um das nächste Kapitel, das mit einer Zwischensequenz beginnen wird. Radandua-Kämpfer feiern ihren Sieg. Nach dem Rückzug der US-Truppen aus zwei Stellungen in der Nähe verlas ein offizielles Statement über den strategischen Rückzug im Laufe kleinerer Gefechte. Aus Springfield, Texas, nach der obligatorischen Pockenimpfung. Impfhelfer konnten nicht sagen. Sollten uns sagen, was sie wissen. Es ist unser Leben. Dramatische Bilder des Senders Freies Indonesien zeigen den Daradandoa-Führer Suhadi Sardono mitten im Kampfgeschehen. Es bleibt. Zu viele Geräusche in der Leitung. Ich bin nicht sicher, ob ich sie mit Sarah verbinden kann, bevor wir landen. Die Agency-Akt über Pandora Tomorrow ist fertig, wenn du landest. Du hattest recht, es ist Sardonos Lebensversicherung. Wenn er einen Anruf verpasst, wird der Virus freigesetzt. Wir impfen in Springfield, Texas. Aber bis wir wissen, wie viele Behälter es gibt und wo sie sich befinden, müssen wir Sardono wie ein rohes Ei behandeln. Hat Grimm die Anmerkungen zum Pockenvirus geschrieben? Ja, auf ihre Art ist sie eine Dichterin. Aber das bringt uns zur Sache zurück. Wenn wir in Indonesien Fehler begehen, könnte der Virus überall in Amerika freigesetzt werden. Jederzeit. Tut mir leid, Fischer. Ich bekomme Sarah nicht. Ich kann ihr sowieso nichts sagen. Oh, der arme Sam. Er kann seiner Tochter ja eh nichts sagen, also was soll er mit ihr sprechen? Ja, klar. Naja, schauen wir doch mal, was es hier zu lesen gibt. Verarbeitungsanlagen Kundang, Indonesien, 12. April 2006, 15.12 Uhr. Oh, es ist mal tagsüber und nicht nachts, okay. Folgen Sie Sardono und hören Sie seine Gespräche ab. Oh, weia. Ich denke mal, da haben wir wieder ordentlich zu failen. Pandora Tomorrow ist das Codewort für Sardonos Absicherung gegen US-Angriffe. Durch tägliche Anrufe bei unbekannten Kontaktleuten in den USA verzögert er die Freisetzung des Pockenvirus um jeweils einen Tag. Wenn er getötet oder gefangen genommen wird, ist die Freisetzung des Virus nicht mehr aufzuhalten. Hören Sie Sardonos Pandora Tomorrow Anrufe ab, um die Position der Virusbehälter festzustellen. Okay, es ist trotzdem das ziemlich dunkel. Das wird ein äußerst heikler Auftrag, Fischer. Wir führen ihn in Zusammenarbeit mit Displays International durch. Dein alter Freund Douglas Shetland ist mit von der Partie. Gut, mit Shetland kann ich arbeiten. Was macht Shetland hier? Eine Ghost Army Operation. Er wird dich einweisen. So, ich habe jetzt mal kurz hier während der gelabert hat hier geschaut, ob ich da vielleicht irgendwas sehe oder so. Man weiß ja nie. Ich sehe irgendwie trotzdem mit dem Gerät mehr. Ah, schaut an, voll hell. Aber da ist irgendwie nicht dieser komische, ich nenne es mal Bug. Also wenn ich jetzt hier rein ins Licht gucke, ist zwar hell, aber es ist es wird nicht übermäßig hell auf dem ganzen Bildschirm. Also, das verstehe ich immer noch nicht, warum das immer ist. Aber egal. Aber wir brauchen eigentlich hier gar kein Nachtsichtgerät, ist hell genug draußen. Ach, guck mal an. Da schleichen wir uns doch mal an, würde ich sagen. Sonst kann ich nirgends hin, schätze ich mal. Aktion reden. Das muss wohl der Typ sein. Wie heißt er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Ah, was ein hübsches rotes Ferngleis. Er steht ja so, als ob er mich nicht bemerkt hat, ne, der Kerl.
Hallo, Shetland. Fischer, mein Gott, man trifft dich an den ungewöhnlichsten Orten. Ich hoffe, nächstes Mal ist's in den Staaten. Würd dir gerne ein Bier ausgeben und hören, wie Sarah geht. Lassen wir die Heimat, wo sie ist. Was ist das für eine Ghost-Army-Geschichte? Psychokrieg. Ein Ablenkungsmanöver. Was ist meine Aufgabe? Deine Leute müssten die Einsatzziele haben. Was mich betrifft, so sollst du Sardonos Flugzeug im Lager sabotieren. Naja, wo ich schon mal in der Gegend bin. Danke. Ich habe ein Dutzend Scharfschützen um das Lager platziert. Du wirst sie nicht sehen, aber du solltest sie nicht vergessen. Alles klar. Der hat uns doch bis noch mehr zu sagen. Es war schön, dich wiederzusehen, Shetland. Sobald wir zu Hause sind, trinken wir das Bier. Einverstanden. Wir sollten auch über die Arbeit sprechen, die ich für dich habe. Ich habe bereits einen Arbeitgeber. Und der hört gerade zu. Umso besser. Sie sollten wissen, dass ein Mann von deinen Qualitäten mehr Geld und Unabhängigkeit braucht. Jeder sollte nur seinen eigenen Krieg führen. Besonders im heutigen Amerika. Aha. Kannst du mir irgendwas über Sardono berichten? Warum ist sein Leben so wertvoll? Meine Jungs hatten eine Menge Gelegenheiten, ihm eine Kugel zu verpassen. Nein, sorry. Ich habe ein Dutzend nervöse Finger am Abzug. Da ist ein Nein schwer zu akzeptieren. Alles Gute, alter Mann. Alles Gute. Na gut, dann belassen wir es mal dabei. Gibt es da hinten noch irgendwas zu sehen? Ach, hier kann man nicht mal rein ins Gebüsch. Na, dann würde ich sagen, ups. Ah, ja. Ich wäre beinahe da runtergesprungen. Aber hier ist ja ein Kabel. Wunderprächtig. So, sagen wir mal was ganz anderes. Sam, ja, nachmittags hier zu haben und nicht irgendwie abends oder nachts oder innerhalb von dunklen Räumen. Und trotzdem ist es relativ dunkel hier. Ach komm. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Ja, ich hau gleich mal. Du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. Alles klar. Ist ja gut. Chill mal. Hab jetzt nicht damit gerechnet, dass gleich da einer... Upsa. Die kommen mir aber auch gleich hinterher, die Dreckskerl. Sprengsätze an Flugzeug anbringen. Okay, probieren wir das mal. Und vielleicht sollten wir einfach gucken, dass wir nicht entdeckt werden. Meine Fresse. Komm, verpisst euch mal wieder, ihr beiden da. Mann, also der Lichtbalken geht da weit hoch, aber eigentlich dürfte ich ja in dem Gestrüpp nicht gesehen werden. Oh, ich bin trotzdem mal weit hintergegangen. Meine Fresse. Ist ja unglaublich. Leck mich am Arsch. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier hinten... Nein, natürlich nicht. Ich muss natürlich hier rein, ne? Alter Verwalter. Okay, aber wir haben ja hier auch eigentlich eine Speichertaste. Warum benutze ich die eigentlich nicht? Ich sage häufig, dass ich sie benutzen will und tue es einfach nicht. Na klar, bin ich woanders. Verpisst euch mal. Fein. So ist es. So gehört. So gehört sich das. Du willst doch wohl erst nicht da stehen bleiben wollen, oder? Holla die Waldfee. Ich könnte jetzt mal in dieses Zelt reinhuschen. Ups. Da wohl was zu finden ist. Na, eigentlich überhaupt nicht. Ein Radio. Und das... ich werde mich hüten, das einzuschalten. Toll. Na, toll. Hoffentlich kommt der jetzt nicht hier rein. Das wäre bitter. Komm, dreh dich wieder um und hau ab. Holla die Waldfee. Na komm schon, ich hab grad Zeit. Das heißt, ich hab grad Zeit. Ich bin halt einfach von Natur aus ungeduldig. So. Ich würde einfach sagen, warten wir mal hier im Schatten. So. Mann, komm.
Alter, der andere ist ja auch noch da. Ja, richtig. Na, über Zelte klettern ist wohl eher weniger. Was ist da drüben? Oh, jetzt muss er sich noch kratzen. Blöd, Mann. Einfach mal eine Runde. Na, komm, Sam, möchtest du? Da bewegt sich was. Wir werden angegriffen. Nein. Auf hier brennt der Kittel. Ich verschwinde jetzt einfach mal hier in Schatten. So. Ihr seht mich eh nicht. Komm. Verpisst euch doch alle. Ich mach mal jetzt. What the fuck? Ey. Ich glaube, ich versuch's doch lieber mit dem Nachtsichtgerät. Und sehe gerade überhaupt nichts. Da kommt er. Spasti. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Vielleicht bin ich auch auf dem Holzweg. Oder ganz falsch, ich weiß es nicht. Okay, ich muss hier... Okay, gerade niemand zu sehen, dann... Und warum sollte ich an deiner Stelle draufgehen? Weil du die Minen gelegt hast. Oh. Nicht alle. Übrigens sind sie leicht auszumachen. Du musst nur auf die Stolperdrähte achten. Ich kann nicht auf Stolperdrähte achten. Ich bin total blau. Stolperdrähte. Ich habe genauso viele Intos wie du. Das macht Mut. Denk dran, du musst die kaputte Mine reparieren. Ja, ja. Ich gehe schon. Sei vorsichtig, Mann. Der labert was von Stolperdrähten. Ich schätze mal, dass da hinten fertig war. Das sah zwar auch bei diesem Turm so aus, als könnte man drüber klettern oder so, aber... Ja, Volltrottel. Oh nein. Hey, bist du in Ordnung? Ich glaube eher nicht. So wie es da gerade gefetzt hat. Oh Mann, wie soll ich denn da wieder durchkommen? Gibt's irgendwelche Infos, Hinweise? Bringen Sie Sprengsätze an Sadonis Flugzeug am Eingang zum Kundang-Lager an. Notizen. Daten. Gibt's da irgendwas Interessantes zu lesen? Sieht eher weniger danach aus. Inventar, ja, habe ich natürlich wieder einiges. Ich müsste ja theoretisch auch noch so eine Abhörkamera haben, oder? Wie war das? Was habe ich denn da? Fackel? Alter, Blendgranate. Ich habe einen ganzen Haufen Zeug. Was macht der denn da jetzt? Darf ich jetzt eigentlich Leute abballern, oder? Da bewegt sich was. Natürlich. Wenn der jetzt ein Dichter noch rankommt. Wir werden angegriffen. Alter. Ich hab dir ins Gesicht geschossen, ey. Halt die Fresse, Mann. So. Also offensichtlich darf ich... Töten. Alter, der kommt jetzt auch dahinter, oder was? Mann, der müsste ja theoretisch seinen toten Kumpel... ich bin hier voll im Licht. Ich gehe mal wieder aus dem Licht raus. Na, komm, geht der Balken jetzt mal... Hier liegt ein Toter. Und du bist auch gleich tot, wenn du so weitermachst. Oh mein Gott. Okay. Sehr schön. Hier liegt ein Toter. Hat er jetzt eigentlich noch Verstärkung irgendwie gerufen oder so? Warum? Zum Geier. Da hinten ist doch einer. Warum zeigt das Wärmebildgerät den jetzt nicht an? Fragezeichen. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht hier hinterkommt. Das fände ich blöd. Er hat zwar einen Funkspruch losgelassen, so wie es aussah, aber... Ich sollte die vielleicht schon irgendwie so hinlegen, dass man sie nicht gleich sieht. Was ist denn mit dem?
Verpisst er sich da hinten mal oder sieht er hier überhaupt nicht hinter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich leg die jetzt einfach. Überhaupt nichts zu sehen hier. So, hier lege mal den ab. Da ist er wohl überhaupt nicht zu sehen. Wo ist denn der Anne? Und wo ist der jetzt hin? Ach, der steht immer noch da. Gut, gut, gut. Ja, mit dem Toten, da weiß ich es auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, sind da noch, ist noch mehr Stolperdrähte oder so? Ja toll, der ist ja eigentlich zu sehen. Volle Pulle. Na super. Ich denke aber auch, ich werde jetzt hier mal auch einen Cut machen. Den erst noch ablegen. Und bevor ich jetzt da hinten da reinlaufe und am Ende über irgendwas stolpere, wo ich überhaupt nicht drüber stolpern will, speichere ich hier. Und bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao.